Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz spezielles Format. Ich habe bereits einmal ein Format in diese Richtung gedreht und das hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Und heute freue ich mich besonders, weil ich zusammen mit der Sarah-Sophie Pick My Sub mache. Und das Format funktioniert so, dass die jeweils andere Person 4 Bücher von der Want-to-Read-Liste der anderen Person aussucht. Und in dem Fall war das so, dass Sarah-Sophie 4 Bücher aus meiner Liste rausgesucht hat und die aus diesen 4 Subbüchern oder diese 4 Subbücher kann ich dann in der nächsten Zeit lesen oder werde ich dann mir vornehmen, in der nächsten Zeit zu lesen. Ob ich dann jetzt alle schaffe, das wird sich zeigen. Aber Sarah-Sophie hat 4 tolle Bücher aus meinem Sub ausgewählt und über die möchte ich heute mit euch sprechen. Und lassen wir erstmal Sarah-Sophie sprechen. Kali, ich freue mich so, dass wir gemeinsam Pick My Sub machen. Und ich habe mich durch deinen Sub gewühlt und habe so tolle Bücher entdeckt. Meine Wunschliste wächst auch. Und ich habe mich für 4 Bücher entschieden, die ich dir auf den nächsten Lesestapel legen möchte. Und ich hoffe, dir gefällt meine Auswahl. Das erste Buch ist Das Buch der Fälscher von Charlie Leavitt. Das habe ich tatsächlich auch schon auf meiner Beobachtenliste gehabt und deswegen freue ich mich sehr auf deine Meinung. Denn in dem Buch geht es ja um ein uraltes Manuskript, was angeblich Randnotizen von William Shakespeare haben soll. Und es soll eine Liebesgeschichte mit eingewoben sein und es soll vor allem ein Buch sein für bibliophile Menschen. Und da habe ich total Lust drauf, das selbst zu entdecken. Ich hoffe, dass es dir sehr gut gefällt, denn dann wird das Buch bei mir auch einziehen. Und das wäre Buch Nummer 1 von mir für dich. In der Tat handelt es sich hier um ein Buch, was schon länger auf meinem Sub liegt, von Charlie Leavitt, das Buch der Fälscher. Und ich finde es super, dass du, Sarah-Sophie, ein Buch für mich ausgesucht hast, was nicht so ganz auf meinem Radar war bei manchen Büchern. Also wenn man dann schon so einen großen Sub hat wie ich, da vergisst man manchmal, dass die Bücher existieren. Jetzt habe ich den Klappentext wieder gelesen und bin ganz froh, dass du das Buch für mich ausgewählt hast. Ich möchte euch ganz kurz den Klappentext vorlesen. Wie du schon so schön gesagt hast, ein Buch für Bibliophile. Und das passt ja ganz gut. Und ich lese mal für alle ganz kurz den Klappentext vor. Wales konnte kalt sein im Februar. Das spürt auch Peter Byerley, Buchhändler und Antiquar, der sich nach dem tragischen Tod seiner geliebten Frau in ein Cottage in einem verschlafenen walisischen Dorf zurückgezogen hat. Als ihm durch Zufall ein Manuskript mit handschriftlichen Randnotizen von Notizen von William Shakespeare in die Hände fällt, scheint ein Traum wahr zu werden. Etwas Aufregenderes kann es für einen begeisterten Bibliophilen kaum geben. Aber ist es wirklich echt oder doch nur eine geschickte Fälschung? Gemeinsam mit der lebenslustigen Liz, die den schüchternen Peter aus seinem Schneckenhaus locken will, versucht er, die Wahrheit herauszufinden. Als sich die Ereignisse überschlagen und ein brutaler Mord geschieht, wird den beiden klar, dass es nicht bloß um eine literarische Sensation geht, sondern tatsächlich um Leben und Tod. Und ich mag es ja immer, wenn Romane auch irgendwie sowas Krimi-mäßiges haben. Ich stehe ja nicht wirklich auf Krimis, aber wenn dann noch irgendwie so ein Fall gelöst wird nebenher und das aber alles nicht als Krimi oder als Thriller deklariert ist, eben als Roman, aber trotzdem irgendwie so ein Spannungsbogen mit drin ist, der in die Richtung geht, dann finde ich das immer richtig cool und habe solche Bücher auch oft gut bewertet. Also ich bin sehr gespannt, was für eine Mischung das ist und freue mich aufs Lesen. Buch Nummer 2 wäre Miroloy von Karin Köhler. Das habe ich bereits gelesen und ich glaube, dass das ein Buch ist, was unglaublich polarisiert. Entweder man mag es und kann mit der Art, wie Karin Köhler das geschrieben hat, sehr, sehr gut umgehen oder es gefällt einem gar nicht, denn es ist sehr anders vom Schreibstil. Die junge Frau, die hier im Mittelpunkt steht, ist am Anfang komplett unwissend, kann nicht lesen, wird klein gehalten und macht eine so wahnsinnige Entwicklung durch und auch die Sprache entwickelt sich entsprechend mit ihr mit. Und mir hat das richtig viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe es auch als Hörbuch nochmal gehört, weil auch das die Autorin selbst eingesprochen hat und es wirkt einfach ganz, ganz toll, auch in gehörter Form. Und ich hoffe sehr, dass dir Miroloy gefallen wird und dass wir vielleicht uns mal ein bisschen austauschen können. Denn ich kann mir vorstellen, wenn du es gelesen hast, dass wir vielleicht das Ende nochmal besprechen müssen. Denn ich habe noch ein bisschen Redebedarf. Ich halte es jetzt so komisch, weil hier noch das Zeichen von der Stadtbücherei aus meiner Stadt zu sehen ist. Es ist nämlich so, dass wir da immer so kleine Flohmärkte haben, also Bücher, die dort aussortiert werden, die kann man dafür ganz kleines Geld kaufen und ich habe dieses Buch halt in der Stadtbücherei gekauft. Muss aber jetzt nicht preisgeben, wo ich wohne.
Ja, ich freue mich total auf dieses Buch. Ich hatte schon mehrere Momente, wo ich es lesen wollte. Es geht ja hier um eine Frau, die sich gegen die gesellschaftlichen Strukturen lehnt in dem Ort, wo sie lebt und für die Freiheit einsetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Viel mehr weiß ich gar nicht über das Buch, aber ich freue mich total aufs Lesen, habe schon viele gute Stimmen dazu gehört und ja, ich bin sehr gespannt. Danke für diese Auswahl. Buch Nummer 3 ist eins, das ich auch schon gelesen habe, und zwar vor vielen Jahren, Die verlorenen Spuren von Kate Morton. Ich mochte das damals sehr und ich habe danach auch noch viele weitere Bücher von Kate Morton mir zugelegt und gelesen, und fast jedes Buch war für mich damals ein absolutes Highlight. Und ich bin echt unsicher, wie die mir heute gefallen würden. Und es geht dort immer um zwei Zeitebenen, um Familiengeschichten, um ein düsteres Geheimnis, was in die heutige Zeit noch Auswirkungen hat. Und ja, so ein sehr typisches Strickmuster eigentlich. Aber ich finde, Kate Morton macht das mit ihrem Schreibstil sehr, sehr fesselnd. Ich bin da immer durchgeflogen, auch wenn die Seiten sehr viele waren in jedem ihrer Bücher. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir heute gefällt, denn ich bin unsicher, ob ich es heute noch genauso lieben würde wie damals. Kate Morton, Die verlorenen Spuren. Ich habe das Buch auf meinem Sub, finde es aktuell nicht, weil ich gerade ein bisschen am Umstrukturieren bin. Ich habe ja das Bücherregal hier und dann habe ich aber auch noch im Keller mein altes Bücherregal, wo ich auch Bücher aufbewahre, und ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen am Rotieren und gucken, welche Bücher wohin gehören und ob ich vielleicht meinen kompletten Sub nach unten bringe. Ich habe schon einen Teil meines Subs unten mittlerweile, weil ich ein bisschen mehr Platz in meinem Bücherregal hier oben brauche. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte damit sagen, dass ich es gerade nicht in physischer Form finde, es aber auf jeden Fall hier im Hause ist. Und das Buch gehört auch zu den Büchern, die so ein bisschen in meinem Sub untergegangen sind, weil ich es eben schon eine Weile besitze. Und ich meine, ich hätte es sogar geschenkt bekommen. Ich kann es aber gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Es spielt in den 60er Jahren in England und Laurel beobachtet, wie ein Fremder das Grundstück ihrer Familie betritt, und dann ja, beobachtet sie ein Verbrechen. Das Ganze hat auch mit ihrer Mutter zu tun, und viele Jahre später, zum 90. Geburtstag ihrer Mutter, ich glaube, das ist 50 Jahre später, kommt sie zurück nach Hause und muss sich mit alten Gedanken konfrontieren und mit alten Erinnerungen, und muss sich auch eingestehen, dass damals ein Verbrechen passiert ist, und sie begibt sich zurück in das Jahr 1941, also gedanklich zurück. Sie macht sich auf Spurensuche. Sie findet Bilder von ihrer Mutter und einer damaligen Freundin und muss herausfinden, warum die beiden sich zerstritten haben. Es gibt Familiengeheimnisse, die es aufzudecken gilt, und das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Ich liebe solche Geschichten, Familiengeheimnisse, und das kann mich immer catchen, und deswegen freue ich mich, dass Sarah-Sophie, dass du das wieder ausgegraben hast, und ja, ich es demnächst lesen werde. Und dann werde ich auch hier natürlich berichten. Das vierte Buch ist Die Geschichte eines Lügners von John Boyne. Und ich habe das Buch schon mehrfach gesehen, habe mich bis jetzt aber noch nie an einen John Boyne rangetraut und würde den, wenn, als erstes lesen wollen. Und deswegen freue ich mich auch hier auf deine Meinung sehr. Es geht hier drin um den jungen Mann Maurice Swift, der großartig erzählen kann, aber dem fehlen vollkommen die Ideen für seine eigenen Geschichten. Und er trifft eines Tages auf sein Idol, sein schriftstellerisches Idol. Und das ist Erich Ackermann, ein gefeierter Romanautor. Und der kann dem Charme dieses Jungen nicht widerstehen und nimmt den mit auf Lesereise. Und die beiden beginnen eine Freundschaft und er erzählt ihm einige seiner Ideen. Und ja, Maurice wird die, so wie ich das verstanden habe, klauen. Damit selbst auf einmal Erfolg erleben und die Karriere von Ackermann wird beendet sein. Diese Geschichte interessiert mich selber sehr und das könnte auch eins der Bücher sein, die ich mir in nächster Zeit zulegen werde. Da warte ich jetzt deine Meinung ab und dann schauen wir mal, ob es auch in mein Warenkörbchen hüpfen darf. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe sehr, dass ich 4 tolle Bücher für dich rausgesucht habe. Welche du davon liest und welche du vielleicht noch weiterschiebst, das entscheidest natürlich du ganz alleine. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie dir gefallen werden und freue mich auf deine Meinung. Mach's gut! In der Tat eine großartige Auswahl für mich, denn das Buch steht hier schon
und wartet auf mich tatsächlich, um gelesen zu werden. Die Geschichte eines Lügners von John Boyne hat Ähnlichkeiten zu Delphine de Vigan, nach einer wahren Geschichte. Und deswegen, das wurde mir auch öfter so angepriesen, also wenn ich Delphine de Vigan eine wahre Geschichte mag, dann soll ich auch unbedingt dieses Buch lesen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt gezwungen bin, es zu lesen, also wirklich in Anführungsstrichen gezwungen. Ich freue mich mega drauf und freue mich auch, wenn ich dann hier berichten kann, wie es mir gefallen hat und, ja, und was das Buch alles so mit sich bringt. So, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich finde, die Auswahl ist großartig, eine Mischung aus Büchern, die ich eben doch schon auf dem Schirm habe für, oder auf dem Schirm hatte für demnächst, aber auch Bücher, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, und das ist immer ganz gut. Deswegen mag ich dieses Format total gerne, weil ja, man eben daran erinnert wird von anderen, dass es auch Bücher auf dem Sub gibt, die super interessant sind, und es muss nicht immer das Neueste sein. So. Genau, ich kann euch auch nur darauf verweisen, Sarah Sophies Video zu schauen. Dort habe ich natürlich Bücher für sie ausgesucht. Schaut da gerne vorbei. Ich finde, sie ist einfach großartig. Ich mag ihren Lesegeschmack, und ja, ich finde, da gibt es immer was zu finden bei ihr auf dem Kanal, was man lesen kann. Und genau. Ja, danke fürs Zuschauen. Danke, Sarah Sophie, für die tolle Auswahl. Und ich sage einfach bis zum nächsten Video, Lieben. Bis dann. Tschüss.